Willkommen zurück zu Polytopia. Heute ein bisschen Multiplayer-Action. Habt ihr euch ja gewünscht und ihr bekommt es. Mit einem Freund mache ich das. Keine Random-Spieler, sondern Freund. Ja, ich habe Freunde. Könnt ihr mir ruhig glauben. Jedenfalls werden wir das jetzt machen. Ich werde so zwischendurch ein bisschen kommentieren. Und ein bisschen so über Fehler erzählen, über Sachen, die mein Kumpel halt falsch macht. Und ich denke mal, wird schon ganz nice. Und ich würde sagen, los geht's. So, ich denke mal, wir nehmen die Bartur. Das ist so einer der besten Stämme von allen. Und wir haben auch einen sehr schönen Spawn. 4 Bären, 4-mal jagen können wir machen. Und danach natürlich auch mit den Holzhütten. Wir müssen kurz warten. Ja, jetzt sind wir dran. Und natürlich nehmen wir Werkstatt. Ist ja klar, zusätzliche Ressourcen sind immer gut. So, auf jeden Fall Försterei holen. Das brauchen wir auch gleich. Erstmal noch einen Krieger. Ja, da sind wahrscheinlich noch ein paar Dörfer. Ja, natürlich ein Dorf. Direkt gesehen. Und ja, das war ein bisschen dumm jetzt. Ich habe es nicht ganz hingekriegt. Ich habe vergessen, es zu verbessern. Und da ist der Gegner. Hatte Imperius. Okay. Natürlich noch Ressourcen holen, noch ein Dorf und dann erstmal beenden. Dann warten wir kurz. Und ja, da haben wir es. Können wir das Dorf gleich übernehmen. Und direkt verbessern natürlich. Ein Entdecker. Dann sehen wir, wir sind nicht mit den Imperius verbunden. Dann holen wir uns noch Fischen für Segelschiffe, für Schlachtschiffe, um den Gegner halt schön fertig zu machen. Und dann müssen wir halt noch ein bisschen upgraden, noch ein paar Ressourcen holen, das Dorf holen und wieder Werkstatt. Ihr kennt es ja. Wieder Zug beenden und kurz warten. Also man kann ja schon die Grenzen sehen. Das heißt, wir wissen, dass er genau da ist. Ein bisschen umschauen. Ja, Segeln holen natürlich, damit wir bald schon angreifen können. Nochmal kurz warten. Ja. Ja, da ist auf jeden Fall das Dorf oder die Stadt. Jetzt sind wir wieder dran. Machen wir direkt hier einen Hafen hin. Und natürlich Grenzwachstum, damit wir mehr Plätze haben für Häfen. Und ja, Leute, wir haben fast 500 Abonnenten. Schreibt mal in die Kommentare, was ich so als Special machen soll. Und dann schaue ich mal, was ich machen kann. Also, was haben wir hier jetzt? Ja, ein bisschen umschauen auf dem Weg zum nächsten Dorf. Und einmal Wal fangen. Dann können wir in der nächsten Runde schon, oder in der übernächsten, den Wal da fangen. Dann kriegen wir natürlich Sterne. Ist immer nützlich, ein paar Sterne zu haben. Und er braucht ein bisschen lange. Ja. Ja, hin und wieder auch mal Städte verbessern und so. Es braucht halt Zeit. So, da sind wir dran. Organisation. Und dann einmal verbessern. Natürlich wieder Grenzwachstum. Und dann den Wal holen. Dann kriegen wir schön Ressourcen. Und ansonsten machen wir nichts weiter. Ja. Einmal kurz gucken, ja, da passiert was im Hintergrund, ist nicht offline gegangen oder so. Jetzt haben wir Navigation, jetzt können wir auch die Schlachtschiffe machen. Und die Schlachtschiffe machen halt echt viel Schaden, sind daher auch eine sehr starke Einheit.
weil sie recht viel Schaden machen und auch gut verteidigen können. Das ist so alles in allem eines der besten Einheiten, die es so im Spiel gibt. So, dann sind wir wieder dran. Ein bisschen mehr upgraden für einen Riesen. Der ist dann als Schlachtschiff besonders gut. Und dann nochmal Ressourcen. Und da auch nochmal verbessern. Wir haben nicht ganz so viel Platz bekommen, wie es schön geworden wäre. Aber gut, nochmal Ressourcen und verbessern. Schauen wir uns ein bisschen um. Da haben wir auch schon die Stadt entdeckt. Wir wussten ja schon vorher, dass da die Stadt war. Aber jetzt wissen wir es ganz genau. Ja, da haben wir wieder Zug. Dann verbessern wir den Riesen direkt zum Schlachtschiff. Die anderen beiden Schiffe bleiben so. Die müssen nicht unbedingt ganz stark sein, weil wenn sie halt zerstört werden, also wenn sie keine Lebenspunkte mehr haben, dann haben wir ganz viel Ressourcen darauf verschwendet, sie zu verbessern. Dann kriegen wir nichts mehr davon zurück. Deshalb macht Riesen auf jeden Fall zu Schlachtschiffen und sowas wie Krieger nicht unbedingt, weil die halt recht schnell kaputt gehen können. So, genug gelabert. Jetzt sind wir wieder dran. Da. Und da haben wir mal die Umgebung ein bisschen abgesucht. Dann haben wir noch ein paar Bewohner bekommen. 3 Stück. Das werden wir aber erst in der nächsten Runde machen können. Dann werden wir da noch einen Hafen machen, noch einen Riesen bekommen. Und Riesen an sich sind halt schon überpowered. Ja, da ist jetzt ein Reiter erschienen. Ansonsten haben wir noch nicht viel gesehen. Wir werden ihn einfach mal platt machen. Und ja, da kommt noch der zweite Hafen hin. Der zweite Riese. Und ja, ich wollte nur nicht direkt die Stadt einnehmen. Hat mir eh nichts viel gebracht. Oder hätte. Weil eh nichts wirklich passiert wäre. Also, Gegner hätte halt weniger Ressourcen bekommen. Ja, da sind jetzt einige Verteidiger, die da rumstehen auf den Städten zur Verteidigung. Aber die werden wir auch ganz bestimmt recht schnell platt machen. Wir kriegen ja jetzt auch gleich hier unser zweites Riesenschlachtschiff. Und da holen wir uns auch nochmal die Straßen. Dann kriegen wir so ein paar zusätzliche Bewohner. Noch eine Straße dahin. Dann können wir den Riesen schon mal verschieben. Und dann beschießen wir die einfach mal. Einfach alle beschießen, dass die Verteidiger recht schwach werden und dementsprechend nicht mehr viel nützen. Sind dann einfach nur noch unnötig. Und da gibt es gleich wieder neue. Aber jetzt holen wir uns noch das zweite Riesenschlachtschiff. Dann können wir eine ganze Menge mehr damit anstellen. Wir sind wieder dran. Noch ein Riesen, natürlich. Nochmal angreifen. Und jetzt haben wir auch die Stadt eingenommen. So ein bisschen Ressourcenverschwendung für den Gegner, das zu verteidigen. Aber ja, haben halt Ressourcen weggenommen. Das ist doch immer was ganz Gutes, glaube ich. Braucht wieder ein bisschen länger. Ja, jetzt sind wir wieder dran. Übernehmen wir es. Da holen wir uns das nächste Schlachtschiff. Noch ein Schlachtschiff. Und da haben wir auch die andere Stadt schon entleert, sage ich mal. Und wieder mal warten. Jetzt haben wir auch schon die eine Stadt und das ist tatsächlich auch die Hauptstadt. Das heißt, wenn wir die übernommen haben, dann haben wir gewonnen. Die müsste man natürlich mit aller Kraft verteidigen. Sonst verliert man das Spiel. Und da sind wir wieder dran. Machen natürlich komplett fertig. Es reicht leider nicht ganz. Deshalb bin ich erstmal ein bisschen davor gegangen.
da nochmal ein bisschen Ressourcen und noch ein Riesen. War am Ende nicht nötig, aber konnte man ja trotzdem mal machen. Und da ist immer noch dieser eine Krieger, der nach Norden gegangen ist und am Ende nichts gemacht hat. Ja, schlägt er mich einmal, kann aber auch nicht gut verteidigen. Er steht halt da, die Hauptstadt steht halt einfach da und kann nichts machen. Und deshalb ist das jetzt auch schon so gut wie vorbei. Ja, in einer Minute ist es vorbei, da haben wir es schon angegriffen. Ja, wir haben so gut wie gewonnen. Und ja, letzte Versuche hat nicht geklappt und es ist vorbei. Wir haben einfach gewonnen, wir haben gewonnen, noch nicht ganz, aber so gut wie. Ja, noch ein bisschen Gegner abschießen, kann man ja immer mehr machen. Da ist noch eine Stadt oben, hat mich ein bisschen gewundert. Und da haben wir noch einen Riesen, aber jedenfalls haben wir es jetzt geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!